Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid und uns dabei zuhört, wie wir vorstellen, wie das Reiseland Nordrhein-Westfalen multimedial Geschichten erzählt. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würden wir gern kurz was zu uns sagen. Wir sind Elisa Maria Stommen, Leitung Digitale Strategie bei uns im Haus, Julie Sengelhoff, Pressesprecherin und Leiterin Redaktionsteam Social Media und ich, Julia Dahmen, Leitung Medienproduktion und Markenpflege bei uns. Genau. Wo kommen wir her? Na, die ist falsch. Jetzt geht nicht. Okay, dann machen wir das eben so, weil die Präsentation hakt an der Stelle. Macht ihr jetzt noch was? Okay, wir sind von Tourismus NRW. Tourismus NRW ist die Landesmarketingorganisation für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Als e.V. natürlich eine seltene, aber eine öffentlich geförderte Tourismusorganisation. Und im B2C-Marketing, ich kann es leider gerade nicht sagen, weil es nicht funktioniert, läuft unsere Kommunikation. Ah, da ist es. Einige von euch kennen es vielleicht. Also, unsere B2C-Kommunikation führen wir komplett unter der Marke Dein Nordrhein-Westfalen. Absender hinter der Marke ist der Tourismus NRW e.V., wie gerade schon kurz eingangs erläutert. Genau. Anfang oder Ende 2016 haben Julie, Elisa und ich eine fixe Idee gehabt und haben überlegt, wie könnten wir die Kommunikation nach außen im B2C-Bereich neu machen, anders machen, als wir es bisher gemacht haben. Und sind mit dieser Idee einfach dann losgelaufen, ohne zu wissen, was daraus wird, haben uns die Rückendeckung unserer Geschäftsführung geholt und auch von dem gesamten Team. Und haben dann aber, wie es oben steht, ohne extra Budgets, ohne mehr Zeit, ohne weniger Aufgaben angefangen, unsere Idee weiterzuspinnen. Und Julie wird euch jetzt erzählen, wie wir dann angefangen haben. Genau, auch noch mal von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Ich erzähle euch so kurz die Genese der Kampagne, also wo wir herkamen und wieso, weshalb, warum wir einfach angefangen haben. Alles entstanden tatsächlich aus einer fixen Idee raus. Wir wollten einfach was Neues machen und wussten, wir möchten neue Geschichten über Nordrhein-Westfalen erzählen, weg von dem, wie es vorher war, und haben dann angefangen, uns sozusagen heiligen Zusammenspiel zu entwickeln. Erstmal aus ganz viel Mut, Neugier und Begeisterung und Engagement für irgendwie etwas Neues, was noch kein Gesicht hatte. Daraufhin haben wir einen Social Media Workshop durchgeführt, noch unabhängig von dem ganzen Kampagnenthema, und sind aus diesem Workshop rausgegangen mit offenen Augen, mit noch mehr Überzeugung, dass man etwas Neues entwickeln muss in der Kommunikation. Mit einem Workshop, dann mit dem ganzen Team, erstmals so ganz kreativ geworden, mit 35 Köpfen einen ganzen Tag lang gebrainstormt und überlegt, was ist so typisch für NRW, welche Geschichten könnte man überhaupt erzählen und was ist uns als Team auch wichtig, was möchten wir transportieren. Daraufhin haben wir so langsam dann mal gewusst, dass wir Geschichten mit Menschen erzählen wollen, wie man das vielleicht auch an anderer Stelle schon mal mitbekommt, aber weil die Menschen eben das sind, wofür Nordrhein-Westfalen steht. Oder die es so besonders macht, haben dann Kampagnenwerte festgelegt, unsere DNA sozusagen definiert und nochmal die an der Kommunikations- und Content-Strategie geschraubt, sodass da ein wunderbares Zusammenspiel draus wurde, aus der fixen Idee so langsam etwas Neues entstehen konnte. Ganz wichtig ist uns dabei, gerade jetzt so in Bezug auf die Kommunikation, dass wir sagen, wir kommunizieren 360 Grad, das heißt eben rundherum verteilen wir auf all unseren verfügbaren Kanälen die Kampagneninhalte, und das reicht vom Newsletter bis hin zur Pressearbeit, von einem Printmagazin bis zum Twitter-Tweet, sind wir da eben konsequent und spielen die Kampagneninhalte, die Geschichten, die wir gleich noch sehen werden, jeweils kanalspezifisch auf und bereiten die kanalspezifisch auf, genau. Ja, und all das war eigentlich auch zeitgleich unsere Herausforderung, nämlich für unser Portal eine neue Art des Geschichtenerzählens zu schaffen. Und bei den ganzen Impulsen, die kamen, war klar, okay, wir brauchen erstmal einen Digi-Workshop und müssen überlegen, wie wir diese ganzen Ideen in ein digitales Konzept gießen können, in die digitale Welt übertragen können. Und
Da war ganz klar als erstes Ziel, wir wollen die Geschichten harmonisch und mit einer deutlichen Abgrenzung zum sonstigen Portal darstellen, aber einfach, dass es sich auch auf Dein NRW wiederfindet. Und ein zweiter wichtiger Punkt war, dass wir das mit unseren eigenen Werkzeugen, mit unseren eigenen technischen Strukturen umsetzen können, um einfach das Thema Reichweite, Verknüpfung im Portal und auch einfach nicht die Abhängigkeit zu irgendwelchen Drittanbietern zu haben. Und in dem Workshop haben wir viel diskutiert, wie können wir das mit Leben füllen, wie können wir das umsetzen. Wir haben uns über Ziele unterhalten. Wir haben auch geschaut, wie wir das zu unserer sonstigen Content-Strategie abgrenzen können oder eben neue Ideen und Impulse dafür abgrenzen können. Aber zu dem Prozess ist ganz, ganz viel parallel passiert, weil unser Zeitplan war echt richtig straff. Wir haben nämlich parallel den Hashtag entworfen, Fotografenbriefing, den ganzen Claim. Julia und Julie waren im Dezember schon beim ersten Protagonisten und haben den fotografisch und redaktionell begleitet. Und wir haben dann im Januar eigentlich mit den Inhalten schon Mockup und Dummy parallel konzipiert, um dann im Februar schon redaktionell das Ganze im System bereitgestellt zu haben. Und das war eigentlich direkt unser Testversuch. Also Testing und Content ging Hand in Hand, damit wir auch pünktlich Ende Februar zur Beilage des National Geographic mit der Geschichte online gehen konnten. Ja, und zwei Wochen später war dann auch schon die ITB und dann haben wir unsere Kampagne vorgestellt mit den ersten Geschichten und dann ging es eigentlich munter weiter. Und das ist und war unser strategischer Unterbau, aber jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem eigentlichen Herzstück der Kampagne, den Menschen dahinter. Genau, wie Julie und Elisa schon gesagt haben, war es für uns neu, dass wir erstmalig mit Menschen unsere Kommunikation aufsetzen und auch alles auf die Geschichten dieser besonderen Menschen ausrichten. Wichtig für uns war, dass die Menschen für NRW stehen, dass sie echt und einzigartig sind in dem, was sie tun und in dem, was sie auch für NRW tun oder wie sie ihre Geschichte erzählen. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, haben wir vier von bisher insgesamt 8 einmal rausgeholt. Unsere zweite Protagonistin im Januar letzten Jahres war Marthe Salier, eine junge, moderne Frau, der man eigentlich so auf den ersten Blick, wenn man sie sieht, nicht ansieht, dass sie einen der ältesten Berufe Deutschlands ausübt. Und zwar ist sie die Türmerin in Münster. Jeden Abend sitzt sie auf ihrem Türmchen auf St. Lamberti und wacht über die Stadt und gibt Entwarnung, dass es nicht brennt. Bis heute die erste und einzige Türmerin in ganz Deutschland. Dann unsere ersten Protagonisten Gottfried und Peter Böhm aus Köln, eine Architektendynastie, die durch und durch Architekten sind, vom Uropa bis zum Urenkel. Jeder macht Architektur, haben viel bewegt in NRW, aber auch außerhalb NRWs, ganz spannende Personen. Dann einer, auch ein sehr besonderer Protagonist aus dem Rhein-Erft-Kreis, Graf Severin von Hunsburg. Er besitzt ein altes, marodes Schloss, wie man auf dem Bild erkennt, ist aber auch Landwirt und hat einen Riesenplan, was er mit diesem Schloss machen will. Und wir hoffen, dass es irgendwann touristisch erlebbar sein wird. Einer unserer Lieblingsprotagonisten, ebenfalls aus Köln, Timo. Timo ist Kürbis, wie man hier erkennen kann, arbeitet in einem traditionellen Brauhaus in Köln, ist aber auch leidenschaftlicher Harley-Fahrer und Harley-Schrauber und besitzt dazu noch ein hippes Stadtlabel mit Köln-Motiven drauf. Genau. Das war jetzt mal eine Übersicht über die ersten vier Protagonisten. Ja, und wenn man Strategie und die Menschen zusammenbringt, ist man ja eigentlich auch schon fast fertig. Wir haben mittlerweile 8 von den Stories auf der Webseite live und auch gerade im Print und in Social Media viel gemacht. Und einfach mal, um euch einen Überblick zu geben, wie wir das für die Webseite aufbereiten oder in der Online-Welt. Klar, eingangs gesagt, das ist ein klassisches Storytelling-Format, also große Text-Bild-Bühne, prominente Verschneidung von Inhalten. Wir haben für uns in unserer Technik halt geschaffen, dass wir unsere UNESCO-VR-Panoramen mit einbinden können oder auch weitere Snack-Contents. Wir haben kleine Videos produziert, um einfach die Geschichten auch abzurunden, also kleine Loops passend zu den Protagonisten. Wir binden prominente Statements ein von unseren Persönlichkeiten, um einfach die Geschichte authentisch und rund zu machen. Alle Elemente sind auch per Hashtag ansteuerbar, das heißt, wir können ideal Sprungmarken setzen. Auch die Navigationsleiste auf der rechten Seite ermöglicht ein schnelles Durchspringen durch die Inhalte. Und wir moderieren unsere Protagonisten über die sogenannten Persona-Teaser quer auf der Webseite an. Und man sieht auch von den Klickzahlen, dass das echt richtig gut funktioniert, weil wir da halt Inhalte miteinander verknüpfen.
Und redaktionell arbeiten wir jede oder fragen wir jeden unserer Persönlichkeiten nach, also 3 Fragen und nach seinen Lieblingsorten. Und so schaffen wir halt den touristischen Einstieg und den Verschnitt zu Ausflugszielen, Touren, Restauranttipps und sonstigen touristischen Inhalten. Aber im Vordergrund steht halt wirklich die Person mit seinem Lebenslauf, mit seiner Story. Und erst dann kommen wir mit weiteren touristischen Inhalten. Und wir haben in dem Rahmen der Kampagne natürlich auch klassische Online-Marketing-Maßnahmen gemacht, extra einen Neu-Entdecken-Newsletter verschickt, den wir konzipiert haben. Und auch da hat man von der Reichweite und Klickzahlen einfach gesehen, dass das richtig gut angekommen ist bei unseren Nutzern. Und die Geschichten, da binden wir natürlich auch die Prospektbestellung mit ein. Und gerade im NRW-Magazin hat sich richtig viel getan. Genau, um nicht nur auch im Web einen neuen Auftritt zu haben und auf neue Art und Weise zu kommunizieren, haben wir auch unser NRW-Magazin, das ist unser Leitprintmedium, neu aufgelegt, beziehungsweise haben es geschafft, das Team und auch die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass wir auch auf dem NRW-Magazin mit Menschen und den Geschichten unserer Kampagne gehen, um somit auch rundum, wie Julie eingangs sagte, für eine 360-Grad-Kommunikation sorgen zu können. Anfangs wurde es ein bisschen skeptisch beäugt, dass man nicht mit klassischen Landmarken auf dem Magazin, auf einem Tourismusmagazin erscheint, sondern auf den ersten Blick das Cover gar nichts mit dem Tourismus an sich zu tun hat. Ähnlich wie im Web haben wir dann Platz geschaffen, im Magazin die Geschichten der Protagonisten zu erzählen. Wichtig, wenn ein Protagonist im Print unterwegs ist, ist die Geschichte im Web nicht die gleiche, sondern wir erzählen dann einfach 2 Geschichten pro Protagonist, sodass jemand, der es im Print sieht und online geht, nicht ein und die gleiche Geschichte liest. Auch hier haben wir die Inhalte so aufbereitet, dass der Mensch im Vordergrund steht mit seinen Geschichten und hinten dran binden wir dann das touristische Produkt ab, sodass der Mensch der Einstieg ist in das Reiseland NRW. Ganz schön war auch zu sehen, dass nicht nur wir unsere Printprodukte mit den Protagonisten schmücken, sondern auch zum Beispiel das Glück-Magazin von Westlotto in einer Auflage von, Julie, 500.000 Stück pro Edition ist an uns herangetreten und nutzt unsere Kampagnen-Personas und die Geschichten, um damit aufzumachen. Oder halt der Kölner Express oben rechts. Genau. Genau, ich gehe noch mal kurz auf das Thema Social Media ein. Wir haben ja gesagt, wir spielen die Kampagne auf allen Kanälen. Da gehört natürlich Social Media als ein wichtiger Bereich dazu. Und das sind vor allem Twitter, Facebook und Instagram, auf denen wir die Kampagneninhalte teilen und eigentlich so von jedem Kanal die spezifischen Spezifika nutzen und uns zunutze machen, wie zum Beispiel eben auch auf Instagram arbeiten wir natürlich mit dem 24-Stunden-Live-Content, den schönen Stories und haben da letztes Jahr zur ITB eine Story zur Ankündigung gemacht und dann aber auch nochmal, als die ersten Stories live gingen. Wer Lust hat, kann heute auf unserem Dein NRW-Account schon die nächste Story entdecken, weil wir auch heute noch was Neues zeigen, genau. Und so begleiten wir also auf allen Kanälen die Kampagne und können eigentlich sagen, dass Social Media für die Webseite da einer der wichtigsten Traffic-Bringer geworden ist und wir eben unsere Reichweiten erzielen. Das Ganze, jetzt geht das auch hoffentlich weiter, genau. Nochmal ganz kurz zu Social Media, bevor ich auf die Zahlen komme, machen wir vor allem mit einem ganz kleinen Budget, gerade was so die Sponsored Posts oder Anzeigen auf Facebook angeht, da sind wir also im niedrigen dreistelligen Bereich, wenn man das so verraten darf. Sprechen die Zahlen aber für sich, dass wir da eigentlich organisch ganz gut unterwegs sind mit einer Reichweite von 750.000 über die Kanäle hinweg bislang. 25.000 Interaktionen in der Pressearbeit bestätigt es uns auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind mit einem ganz ordentlichen Anzeigenäquivalenzwert und eben aber auch die Online-Zahlen für die Webseite. Eine unheimlich hohe Scrolltiefe und unheimlich hohe durchschnittliche Verweildauer, da erzählt aber auch Elisa noch mal was dazu. Also von daher, man sieht, wir haben uns jetzt nicht aus der fixen Idee, die wir eben schon mal genannt hatten, ist dann wirklich was Konkretes geworden und wir können uns damit, wie wir sagen, auch schon durchaus sehen lassen. Genau, also das Thema Zahlen, auch schon so ein bisschen daraus gelernt. Wir haben natürlich klassisches Event-Tracking bei uns eingesetzt und auch die Zahlen, also gerade was die Verweildauer und die Scrolltiefe angeht, ist halt wirklich
sind richtig, richtig gute Werte, über 90% Scrolltiefe und im Durchschnitt 6 Minuten haben wir eben gelesen, bei einzelnen Geschichten über 15 Minuten. Das heißt, die Inhalte werden wirklich konsumiert und auch die Klicks auf die Panorama und auf die sonstigen Inhalte zeigen, dass der Nutzer sich dadurch navigiert. Und für uns halt ein unglaublich wichtiger Baustein in der sonstigen Content-Strategie. Social Media mit 25% einfach der Haupteinstieg, weil die Geschichten unglaublich gut funktionieren. Und 60% der Nutzer sind mobil unterwegs und auch die Reichweite außerhalb NRWs konnten wir steigern. Also auch da diese Persönlichkeiten nutzen, um ja einfach mal mit etwas Neuem für das Reiseland NRW zu werben. Und Messbarkeit, aber auch in Wertsetzung, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten und sich einfach ergeben hat, dass wir diese Module, die wir gebaut haben, einfach super gut zweitverwerten können. Also eine Inwertsetzung für andere Inhalte auf der Webseite, wo wir jetzt die Inhalte auch mit Videos, Panoramen anreichern können. Das hat sich einfach super gut herausgestellt. Und auch eine Inwertsetzung unserer sonstigen Markeninhalte. So konnte zum Beispiel letztes Jahr der Timo Köbis für die Bierkampagne einfach als Hero-Motiv funktionieren. Und man hat einfach gemerkt, das ist eine unglaublich, also das passt einfach zusammen. Und auch in der Reichweite und Klickzahlen hat man gemerkt, dass das genau der richtige Ansatz ist, auch da, wenn man passende Geschichten hat, mit weiteren Inhalten zu verschneiden. Aber neben diesen ganzen harten Fakten und auch viel, ja, einfach viel arbeiten, waren eigentlich die weichen Faktoren das, nämlich Beharrlichkeit und Dranbleiben, eigentlich die Erfolgsfaktoren für das, was wir gebaut haben. Genau, einfach die Idee, die wir hatten, wir waren überzeugt davon, wir haben sie im Team gespiegelt, wir haben sie in der Geschäftsführung gespiegelt und alle haben uns den Rückhalt gegeben und obwohl es manchmal viel war und wir anfangs überhaupt nicht wussten, wohin geht die Reise und wir uns ganz viel orientieren und Infos suchen mussten, wie sowas aussehen kann, sind wir einfach dran geblieben und das ist auch für uns eins mit der größten Learnings, dass wenn man irgendwie eine Idee hat, festhalten, überzeugen, Akzeptanz schaffen, Akzeptanz sowohl innen als auch nach außen schaffen. Wir sind total froh, dass unsere Region uns mit ganz vielen tollen Vorschlägen für die Protagonisten unterstützt haben, weil wir sonst, glaube ich, nicht annähernd so viele tolle Menschen alleine gefunden hätten. Genau, und aber was natürlich auch wichtig ist, dass man so eine Kampagne nicht verwässern lässt, sondern eben auch so bei der genannten DNA bleibt und das immer irgendwie in seinem roten Faden bleibt. Und da hier und da muss man dann auch schon mal sagen, bei einem einen oder anderen Vorschlag, das passt jetzt vielleicht nicht so, weil das ist einfach, entspricht dann nicht den Werten, die unsere Kampagne entspricht. Und ja, wir hatten uns dann nochmal so als letztes einfach so das, was wir uns wünschen würden oder was wir gelernt haben, wir brauchen mehr Zeit, mehr Geld, mehr alles, weil wir eben ohne Budget, hatte Julia schon eingangs gesagt, gestartet sind und ja, wir sind aber mit unserem Mut und Neugier und Enthusiasmus dabei geblieben und machen es auch weiter. Und apropos weiter, ich hatte das eben nur kurz angerissen, wer mag, guckt schon mal in die Social Media Kanäle und aber auch online und aber auch bei uns am Stand, findet man ab heute überall Marion Strelo aus Düsseldorf als neue Protagonistin, als neuestes Gesicht, was heute online gegangen ist und eine ganz wunderbare Geschichte einer Frau erzählt, die in Düsseldorf in ihrem Atelier lebt und arbeitet und der Lust hat, in Zukunft vielleicht mit auf eine ganz ungewöhnliche Führung durch Düsseldorf hin zu Modeateliers hinter die Kulissen mitnimmt. Und ja, da laden wir jeden ein, da sich mal reinzuklicken und Lust auf NRW und auf Düsseldorf zu machen. Vielen Dank.